Machst du uns noch mal ein paar Geräusche? Ja, jetzt? Na los, bisschen lauter. Pixi, sag du mal noch mal was? Jetzt sagt gar keiner mehr. Ah, da war was. Hat er uns eben so schön was erzählt, ne? Jetzt ist schon wieder vorbei. Aber du hast jetzt hier hübsch deine Körner verteilt. Ja, ein sehr schönes Muster geworden. Klappt gut gerade heute mit euch hier. Ja, macht ihr beide gut. Mach noch ein bisschen mehr, genau. Hau raus das Zeug. Prima, Leute, seid ihr. Ja, ganz fein. Trittst du heute sogar deinen Schreibtisch ab, Pixi, ne? Ups, nee. So, warte, du hast einen Klecks gemacht. Guckst du, ne? Du kleiner Kopf. Pixi, kommst du nochmal? Wie geht das eigentlich hier nachher weiter? Kann ich dir nachher Handfeger und Müllschippe geben und du räumst es wieder ein? Nee, wa? Ich eher nicht. Könntest du vielleicht so mit deinen Flügeln so wusch wusch, weißt du? Ja, lass mal die Alte erzählen. Magst du ein bisschen Bauchi kraulen? Achtung, Hand kommt. Didim, didim, didim. Didim, didim, didim. Didim, didim, didim. Prima. Das ist meine Hand, nicht der Pixi. Alles gut. Weil der Pixi zu dicht kam, krieg ich es jetzt ab. Alles okay. Ja, fein. Du bist prima. Alle, hör auf. Alles gut, Hose. Alle, hör auf, der darf das. Hose. Alles gut. Ja, prima. War gerade ein bisschen viel Aufregung, ja. Alles okay, aber du drehst dich nicht. Hey, cool, merkst du? Kein Stressgedrehe. Sehr schön. Ja, siehst du, geht auch gut. Ist okay. Pixi, kannst du mal kurz ein Momentchen Abstand halten? Bitte, danke. Prima, Horchi. Alles gut, alles gut. Ist okay. Lieber wieder hier unten, da war besser. Kalle, hör auf. Du bist fein. Prima. Na, siehst du. Toll machst du. Okay, dann nehme ich die Hand jetzt wieder weg.
Ja, fein. Gut gemacht. Und nicht gedreht. Noch besser.